Hallo, ihr lieben Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online hier in Arteum. Und in der letzten Folge sind wir ja mit Riegenmeister Yashias hierher gegangen und wir sollten eine Kluftperle zerstören. Ich freue mich auch, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Jetzt gehen wir mal weiter, wie das Ganze vonstatten geht. Vernichte die Kluftperle. Ich hatte ja beim letzten Mal hier Schluss gemacht, weil ich einfach davon ausgehe, dass es einfach ein bisschen länger dauern wird. Jetzt noch mal ein bisschen was gucken. Nee, alles gut. Schön steile Treppe hier. Ein Erz. Oh, nee. Okay, ein totes Vieh. Okay, da haben wir einen von den Kollegen. Der Easy. Das viele auch noch mal erledigen hier. Okay, auch erledigt. Da ist die Perle. Zerstört sie und schließt das Portal. Ich will mal sagen, das ist nicht so einfach, wie das jetzt erstmal aussieht. Blöde Krabbe. Okay. Ja, genau das habe ich geahnt. Aber man gut, dass ich hier nicht alleine fighten muss. Der ist hin. Sehen wir jetzt nach den Gewölben. Okay. Dann nehmen wir auch mal mit. Kann ich dir noch helfen? Ja. Na, sind wir ja nicht ganz alleine hier, das ist ganz gut. Beeilt euch, hier lang. Ja. Reliktgewölbe. Ui. Das sieht ja auch mal interessant aus. Mal gucken, was wir da für Relikte finden. Ein paar schicke Waffen wären nicht schlecht. Ich muss aber ja mal einen Bogen einsetzen, dass ich die Fähigkeit trainiere, den auch mal weiterzuführen. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie euch das Spiel eigentlich so gefällt. Würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Okay, erstmal ein Riegenmeister. Diese uralten Gewölbe bergen Relikte von großer Macht und ungewöhnlicher Natur. Ich spüre, ja, Ketora ist hier. Seid auf der Hut, Freund von Walsiren. Ihr meint, dass Ketora hier ist? Die Seekrecke oder einer ihrer Agenten. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Geht mit Bedacht vor. Sucht die Seekrieger nach einem bestimmten Relikt? Mir fallen eine Reihe von wahrscheinlichen Kandidaten ein. Einschließlich einiger Relikte, die unseren Vermutungen nach aus dem uralten Seekreckenreich Ulvokus stammen. Lasst uns wieder zur mittleren Rotunde gehen und dort unsere Suche beginnen. Geht voran. Ich mach das mal. Mephalas Dedra, Sie haben die Kammer versiegelt. Wir müssen da durch.
Nefala hat diesen Ort versiegelt. Sterblicher Floh. Erstmal hin. Hier nicht flüchten. Ihn ist feige. Da geht wieder mal hin. Verbrennt sie, damit wir in die Rotunde können. Erstmal. Ich soll was verbrennen? Okay, machen wir mal. Noch ein dädrisches Eindringen? Entschuldigt. Dädrische Interferenzen und der Schutz Arteums verzögerten meine Ankunft. Mephalas Netze? Ich hasse die! Wenn ich dürfte... Ja, mach mal. Der goldene Reiter, bitte. Danke. Sehr schön. Verdammt, aufgespürt! Ich kehre wieder, sobald ich kann. Hallo? Meridias? Wenigstens war er nützlich. Okay. Ah ja. Fora, ich habe euch getötet. Ich weiß es doch noch ganz genau. Ihr erinnert euch an das, woran ihr euch erinnern sollt. Und dank den Kugeln von Brakendreel sind eure tiefsten Erinnerungen mein. Zurückwurm, das betrifft euresgleichen nicht. Hallo? Die Meister helfen wollen. Kann man hier irgendwas machen? Kann, ja, komm ich nicht rein? Verdammt! Okay, dann muss ich wohl oder übel erstmal die Kisten durchsuchen. Nickel, ja, nehmen wir mal mit. Naja, halt noch aus, ich guck mich noch ein bisschen um. Ein Bücherregal? Okay, bringt mir auch nichts weiter. Ja, dann gehen wir mal zurück hier. Mehr können wir hier wohl nicht ausrichten. Weil sie rennen. Es ist gut, dass ich euch gefolgt bin, nachdem ich den Rest des Konklaves alarmiert hatte. Ich glaube, ich kann Ktoras Geistmagie entgegenwirken, aber ich werde eure Hilfe brauchen. Was geschieht mit dem Ritenmeister? Ktora nutzt die Kraft der Kugeln des Brakendreel, um seine eigene Kraft zu verstärken und den Ritenmeister in einem mentalen Griff zu umklammern. Soweit ich das deuten kann, blättert die Seekrecke durch seine Erinnerungen, wie ihr und ich die Seiten eines Buches umblättern. Was sind die Kugeln des Brakendreel? Ein uraltes Werkzeug. Drei zueinander passende Kugeln, von denen unser Reliktmeister glaubt, dass sie aus dem Perlenmeer stammen. Wir vermuten seit langem, dass sie eine Verbindung zu den Seekrecken haben. Ktora glaubt, dass die Macht des Relikts uns davon abhalten kann, uns einzumischen. Ja, das ist schön, aber was soll ich jetzt machen? Nehmt diesen Schutzzauberschlüssel. Er wird die Sicherheitsvorkehrungen an den Behältnissen aufheben, damit ihr den Ulvor-Stab finden und zu mir bringen könnt. Ich kann den Stab einsetzen, um die Barriere zu durchbrechen und dem Ritenmeister zu helfen. Achtet nur auf herumstreuende Yagra. Ich werde den Ulvor-Stab finden. Okay. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich rein. Hey, ja, achte drauf, wir stehen ja hier außer Reichweite. So, der liegt. Ach, diese blöd Viecher haben wir hier noch. Weit lang? Ja, wahrscheinlich, ja. Jetzt leg dich doch da mal hin, danke. Nervig hier rum. Okay.
So, ein bisschen Magiker aufladen, weil diese Monstrosität, die sollte ich dann mit etwas aufgeladenen Waffen. Kommt der da durch? Da kommt der ja durch. Verdammte Axt. Ich dachte, der wieder hängen bleiben. Du blödes Viech, du. So, da liegt er. Nichts nützt. Was haben wir da denn? Kann mich das zerstören? Was habe ich denn für Grafikfehler gerade? Zickt hier gerade meine Grafik rum irgendwie. Ah, ich geh sie mal weg auszuweichen. Das ist halt ein bisschen nervig. Okay. Was war das? Oh, diese Mistviechers. Was zur Hölle? Was ist das denn für komische Viecher? Was bist du denn da für einer? Haben wir denn jetzt alles? Höher. Toll. Den ganzen Weg, wo wir wieder zurücklaufen? War klar, dass da nochmal so ein Vieh rumläuft. Hallo? Kann man sich hier vielleicht vorbeischleichen? Wow, hier diese Schütztürme. Okay. Cool. Ich dachte, könnte man zerschlagen und sich nehmen. Ne? Okay, öffnen wir das Ganze mal. Nehmen den Stab. Alter, jetzt müssen wir wieder zurück. Klar. Machen wir uns mal ein bisschen. Ach schade, ich dachte, könnte man vielleicht noch. Waffenschrank. Ah, cool. Stil der Dunkelelfen. Mega. Die Truhen hier ein bisschen durchsuchen, die ist leer. Was liegt hier? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Okay. Irgendwie da ein
Schreibtisch. Na, die Triche brauchen wir nicht. Komme ich hier durch? Ja, natürlich nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich mich hier irgendwie durchprügeln. Ist hier noch irgendwo? Nee. Verdammt. Okay. Dann hilft das halt nicht anders. Wir müssen hier durch. Meine Fresse. Gucken wir hier nochmal. Ob wir noch was von den Büchern lernen können. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Du kannst auch da hinten bleiben. Seid ihr schon wieder gespawnt oder kann ich jetzt hier einfach durchlaufen? Es muss hier in dem Bereich irgendwie liegen. Ach, schade. Dass hier Grafikfehler sind. Noch alles. Sehr schön. So, ins Reliktgewölbe. Und dann gehen wir hier mal wieder rein. Hier ist der Stab. Uns läuft die Zeit davon. Wonach die Seekrecke im Geist des Ritenmeisters auch immer suchen mag. Ich glaube, sie steht kurz davor, es zu finden. Ja, hier ist... Habt ihr mir den... Ja, hab nicht ich. Wir. Ihr. Ups. Ich muss hier bleiben, um euch in der körperlichen Welt zu verankern. Und ihr werdet in K'toras Geist vordringen. Wir nutzen die Verbindungen zwischen ihnen, um euch dorthin zu schicken, wo ihr der Seekrecke wirklich wehtun könnt. In ihrer Vorstellungswelt. Ah, wie kann ich ihr da Schaden zufügen? K'toras Vorstellungswelt ist der ideale Ort, sich der Seekrecke entgegenzustellen. Dort ist er am verwundbarsten. An einem Ort, wo Gedanken Wirklichkeit werden, könnt ihr K'tora ein für allemal aufhalten. Berührt nun den Stab und rettet den Ritenmeister. So soll's sein. Ja, dann lasst mich doch bitte mal den Stab berühren hier. Hallo? Berührt den Stab und betretet die Vorstellungswelt. Ja, würde ich gerne. Ah. Okay, so. Was Ähnliches habe ich schon mal in der Beta gespielt. Das sieht ja hier mega cool aus. Ich gehe in einem Hirn spazieren. Ihr wagt euch in mein Reich? Yep. Merkt die Wächter aus, um die geschützten Erinnerungen zu offenbaren. Ihr schwächt K'tora und erfahrt zugleich etwas. Ja, ich würde gerne. Damit ich mich auch mal heilen kann. Ich versuche hier aus der Ferne ein wenig. Ah. Abgemacht ist abgemacht. Die Insel für das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ja, genau wie abgemacht. Aber nur ein Teil des Kristalls. Die Sapiarchen dürfen nicht zu früh gewarnt sein. Sag den anderen Fürsten, alles wird gut. Der Ritenmeister ist meiner Magie nicht gewachsen. So hat es Nocturnal mir versichert. Enttäusche uns nicht, K'tora. Ja, in Indoril sprechen.
So, okay. Ich hoffe mal. Boah, das ist ein bisschen zombie-mäßig was, ne? Schon wieder Taschen voll. Ah, verdammt. Wer ist aufgefüllt hier? Von der Sorte. Okay, 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 okay. Offensichtliche. Wenn die Zeit reif ist, werdet ihr meinen Befehlen genau folgen. Bis dahin vergesst. Nein, nein! Okay. Natürlich die dritte Enthüllung. Ich hoffe, es sind nur drei. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Der Meister erwacht. Ihr müsst weiter vorrücken. Was war das? Ich bin eben reingelaufen. Mehr von den komischen Dingern. Okay, nur kurz. So. Bleibt, wäre es ja nicht schlimm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Dissonanz. Los und fall um! Sprecht mir nach, Boom. Sagt mir, was ihr tun müsst. Ich gehe in den Kristalltor. Ich hole das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ja, versteckt es, bis ich euch sage, ihr sollt es mir geben. Okay. Nicht mal die Fürsten dürfen wissen, wo es ist. Das Herz verstecken. Besiegt Ketora. Ja, ist ja auch
Wie ist Leute als das? Meine Erinnerungsschilde! Ihr habt sie zerstört! Ja? Hilfe? Okay. Es geht. Für die erdrückende Last eurer Unbedeutsamkeit. Okay. Ich muss raus hier. Okay, den haben wir. Vorstellungswelt herrsche ich. Ja, das mag sein. Jetzt geh kaputt, du blöde Kugel. Ja. Oh, fuck. Scheiße! Oh, Alter! Scheiße! Oh, ey! Könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Oh, Alter. Oh, fuck. Ich muss ihn ja so ein bisschen mehr traktieren. Oh, Scheiße. Oh, ja, super. Oh, fuck. Scheiße. Leg dich hin da. Komm doch nicht an ihn ran. Jetzt aber. Oh, fuck, ey. Gott sei Dank hab ich hier mein Bärchen. Boah. Jetzt leg dich hin. Thank you.
jetzt fall doch um. Oh. Alter. Schwede. Ja, ja, ja. Verlass die Vorstellungswelt mit dem Stab. Ja, ja, mach ich gleich. Ich muss jetzt erstmal irgendwas ablegen hier. Zerstören. Ja, weil das Ding würde ich gerne mitnehmen. Oh. So, wo ist der Stab? Da. Ja, liebe Leute. Alter Schwede. So, mit Sotasil werden wir in der nächsten Folge reden. Ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich bei allen, die bisher zugesehen haben.